Genau, wie gesagt, Maxi Mathiesen. Ich bin Gründerin aus Berlin und dies ist mein zweites Startup, was aus meinem ersten Startup entstanden ist. Auch beides Impact-Modelle. Und was wir mit Femna machen, ist, dass wir die Frauengesundheit in Deutschland komplett umkrempeln und neu denken. Wir sind inzwischen das führende Telemedizin-Startup für Frauen. Und um zu verstehen, wie und was wir machen, so, muss man verstehen, wie die Frauenmedizin in Deutschland heute läuft. Frauen warten sehr lange auf einen Termin, 6 Monate zum Beispiel auf einen Facharzttermin beim Endokrinologen, sehr lange im Wartezimmer oder in der Telefonwarteschlange, wenn man überhaupt durchkommt. Die durchschnittliche Behandlungszeit beträgt dafür nur 7 Minuten, inklusive An- und Ausziehen. In Schweden zum Vergleich sind es 22 Minuten. Und für jedes Frauenproblem wird standardmäßig die Pille verschrieben. Und wenn eine Frau über Nebenwirkungen klagt, dann wird häufig nur eine Alternative, also ein anderer Hersteller, empfohlen. Wir haben gemerkt, auch durch meine langjährige Erfahrung im Femtech-Startup-Bereich, dass hier ein sogenannter Clash of Needs herrscht. Die Frauen von heute wünschen sich eine komplett neue Behandlungsform und Weise. Hier sehen Sie 4 Beispiele. Also Elisa zum Beispiel wünscht sich eine Lösung für ihre Menstruationsschmerzen ohne die Pille. Sabrina möchte am liebsten auf der Couch sitzend nach 20 Uhr, wenn ihre Kinder im Bett sind, mit medizinischem Fachpersonal online sprechen. Carmen hat einen Kinderwunsch, möchte aber nicht direkt ins Fertilitätszentrum, sondern sich erstmal ausführlich beraten lassen, was es auch an alternativen Modellen gibt. Und Christine wünscht sich viel Aufklärungszeit für Gespräche, um ihren Zyklus kennenzulernen und zu verstehen. Diese 4 Damen hier sind keine Einzelfälle. Wir sehen aktuell oder beobachten 4 globale Megatrends, die die Medizin grundlegend umkrempeln. Und ich fand es ganz interessant, was Ingo gesagt hat. Hier ist das Timing auch sehr wichtig. Also wir haben auf der einen Seite diesen großen Test hin zur sogenannten Home-Diagnostik, Selbsttest. Man sieht es an den Corona-Selbsttest oder den DNA-Test, den man von zu Hause aus machen kann. Und der letzte Offline-Bereich dieser Welt, meines Erachtens, erhält Einzug auch in den Online-Bereich, auch in Deutschland, die Telemedizin. Ist jetzt auch hierzulande angekommen. Im gleichzeitigen großen Trend hin zu Bio, back to nature, weg von synthetischen Produkten und ein Trend hin zu individueller Medizin, also das sieht man an den Smartwatches, an der ganzen Forschung, mRNA ist so ein Begriff, individuelle Medizin anstelle von 0815-Schemata. Und Femna, um es kurz zu fassen, vereint diese großen globalen Trends. Also wir bieten Selbsttests für Frauen, für die Home-Diagnostik, bieten einfachen Online-Zugang zu medizinischem Fachpersonal und wir haben einen ganzheitlichen Behandlungsansatz. Das heißt, wir arbeiten mit Heilpraktikerinnen und Ärztinnen unter einem Dach. In Zukunft sind auch denkbar Hebammen oder Psychologen. Und wir bieten ganz viel Zeit für Gespräche, um auch Zeit ha zu haben für eine ausführliche Diagnose und individuelle Therapiepläne. Das Ganze funktioniert über ein sogenanntes Innovative Dual-Modell. Also Frauen kauft bei uns einen Test. Hier im Bild sieht man uns einen Hormontest, den Hormonspeicheltest, der wird zu Hause durchgeführt. Die Probe wird an unser Partnerlabor geschickt. Wir arbeiten ausschließlich mit akkreditierten deutschen Partnerlaboren zusammen. Der Befund wird zurück an die Frau geschickt, per E-Mail oder auch postalisch. Und sobald der vorliegt, kann Frau ganz einfach über unseren Online-Kalender einen Termin ausmachen, um mit medizinischem Fachpersonal online zu sprechen. Und gemeinsam wird dann ein Lösungsansatz und ein Therapieplan erarbeitet. Die großen Femna-Bereiche sind inzwischen die Hormone. Letztes Jahr waren wir ausschließlich im Bereich der Hormone tätig. Inzwischen dieses Jahr haben wir uns erweitert auf den Bereich sexuelle Gesundheit. Das heißt, wir haben einen Test auf Geschlechtskrankheiten per Vaginalabstrich im Sortiment. Dann können wir die Darmgesundheit auch dahingehend beraten über einen Stuhltest. Und wenn man jetzt so auf die individuelle Medizin schaut, haben wir kürzlich jetzt ins Sortiment genommen einen Blasengesundheitstest.
mit denen wir bei Frauen, die immer rezidivierende Blasenentzündung haben, das heißt wiederkehrende Geschichten, anhand der Urinprobe eine sogenannte Autovaccine herstellen können. Also das ist ein individueller Impfstoff nur für die Frau, den wir ihr dann nach Hause schicken können und den sie oral einnimmt. Und da belegen viele Studien, dass man dadurch diese wiederkehrende Infektion gut mit in den Griff bekommt. Schon jetzt werden viele unserer Leistungen von privaten Krankenkassen und Zusatzversicherungen übernommen. Und unsere Welt ist eine Welt, in der alle Frauen Zugang haben zu qualitativ hochwertiger Aufklärung, nicht nur 7 Minuten, und Gesundheitsversorgung. Der Femna Impact lässt sich auch schon sehen. Wir bekommen im Durchschnitt 4,8 Sterne von 5. Wir haben über 7000 Frauen behandelt und 98% aller Frauen würden uns weiterempfehlen. Genau, und unser leitendes, unser Leuchtfall ist das MDG 3, das heißt Gender Equality und Empowerment of Women, und das wollen wir durch verbesserte Aufklärung und Gesundheitsversorgung erreichen. Vielen lieben Dank.